Liebe Wohnmobilfreunde, es ist bereits wieder Sonntag, es geht gegen den Abend zu. Die ersten Leute verlassen schon die Halle. Ein trauriges Kapitel, wenn man da wieder abbrechen muss. Die Messe war ja richtig erfolgreich, so sehe ich das in Ihren Augen, Herr Wuschak. Jawohl, traurig natürlich, dass es zu Ende ist, aber schön zu wissen, dass viele dieser Menschen, die jetzt die Messehalle verlassen, sich einen wunderschönen Karthago gekauft haben auf dieser Messe und hoffentlich in Kürze viel, viel Spaß damit haben werden. Wenn man jetzt so zurückschaut, wie war die Messe? Für uns sehr erfolgreich, aber ich denke nicht nur für Karthago Malibu, sondern wir hatten insgesamt einen guten Zuspruch auf der Messe. Wir hatten auch viele Neueinsteiger, die sich zum ersten Mal überhaupt mit dem Thema mobile Freizeit beschäftigen. Und das ist ein gutes Zeichen und beweist auch, dass unsere Urlaubsform absolut im Trend liegt. Und jetzt, wie gesagt, Sonntagabend, alle gehen. Es wird schon langsam ruhig. Ihr fangt an aufzuräumen und alles geht wieder zurück nach Aulendorf. Wie sieht die Zukunft aus? Die Zukunft sieht zunächst mal so aus, dass wir auf weitere Messen gehen. Wir werden in Kürze in Skandinavien sein, wir werden in Italien sein, wir werden in Frankreich sein und hoffen, dass wir auch dort so schöne, erfolgreiche Messen haben wie hier in Düsseldorf. Gut, mich hat es gefreut, dass ich ein paar Sachen dokumentieren durfte und auch ich breche auf und wir sehen uns ganz bestimmt wieder. Ja, irgendwo schon bald in Skandinavien oder in Italien. Das wäre natürlich schön. Ja. Vielen Dank. Also, hat Spaß gemacht. Ja, super. Danke, Herr Wuschak.